gilt weiterhin die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen. Please remember that wearing an FFP2-Mask is mandatory. Waldtrautstraße. Zu tragen. Please remember that wearing an FFP2 mask is mandatory. Leichhardtstraße.
Hört mich da mal erst rein. Da sieht man viel mehr, wenn man gleich ganz vorne ist. Gut, oder? Ui. Aber Steglitz fahren wir ein bisschen, aber nicht so weit. Oder müssen wir einen anderen aufsteigen? Ja. Gut. Zu tragen.
Please remember that wearing an FFP2 mask is mandatory. Damit wir auch das finden. Und auch.
hier wieder runter, ja? Nimm ihn auf den Büro. Schon am Alter, da sind wir jetzt. Mama, ich dachte. Weg.
Liebe Fahrgäste, in allen Bussen und Bahnen gilt weiterhin die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen. Please remember that wearing an FFP2 mask is mandatory. Okay. Ja, ist das so. Ist das so?
Liste. In allen Bussen und Bahnen gilt weiterhin die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen. Please remember that wearing an FFP2-Mask is mandatory. Ich finde keine Maske mehr. Scheinbar haben wir die Pfund verloren. Wenn du die in deiner Jacke eine hast, dann hast du was, ne? Wahrscheinlicher, dass ich komme, aber ich muss mal gucken, weil das, ich habe einfach mal was sagst du vorlesen? Welches Buch denn? Alle? Alle Bücher vorlesen oder eins? Alle? Beim Busfahren, wenn ich da lese, dann kriege ich, da wird mir schwindelig, das können wir nicht machen. Aber wir können rausgucken und kuscheln. Mir wird da wirklich schwindelig. Aber kannst du mich nicht hier? Und wir können gemeinsam lesen. Kuscheln und lesen. Kuscheln und rausgucken. Ich habe ein Fenster. Dunkel. Das ist ein Zeichen. Das Zeichen heißt Notausstieg. Das heißt,
wenn man in der Not ist, da muss man das einschlagen. Genau. Kramerstraße, Stockweg. Mach nur, Papa. Ich hatte mir den Schafwurf gesicht, weil wir unsere Mütze, weil wir unsere Maske verloren haben. Wir haben doch unsere Maske vorhin verloren. Und jetzt hat sich Papa den Schaf aufs Gesicht. Da willst du jetzt ein bisschen schützen, weißt du? Da willst du ein bisschen schützen. Ist ja auch, sind ja auch Stofflagen. Die halten ja auch ein bisschen sein. Weißt du? Charité, Campus Benjamin Franklin. Ist das schön kuschelig mit Papa so? Mit dem wackelnden Bus? Ist das schön? Das ist eine Bank. Eine Post. Das ist witzig, dass du es sagst. Das ist ein. Das hier, was so schön geschmückt ist, das ist das La Malga. Das La Malga ist ein italienisches Restaurant. Was sowas? Das ist eine Anzeigetafel. Also meinst du das da? Das ist eine automatische Anzeigetafel. Na, die zeigt uns an, wann die nächste Station kommt, ob jemand gedrückt hat oder nicht für den Stopp. Werbung offensichtlich. Zeigt uns verschiedene Sachen. Ja, das zeigt es uns nicht, aber guck mal, jetzt. Links oben steht jetzt da. Liebe Fahrgäste, in allen Bussen und Bahnen gilt weiterhin die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen. Please remember that wearing an FFP2-Mask is mandatory. Was hast du gerade dir getan? Bitte? Weil ich mache. Ja, deswegen gehen wir auch gleich nach Hause. Mama wartet schon. Mama vermisst dich schon, hat sie gesagt. Manteuffelstraße. Wer gedrückt hat? Ja. Irgendjemand, ich weiß nicht wer. Der Vater. Das kann sein, dass er kann sein. Soll ich so machen? Meine Hand hier zwischen? Ist das schön so? Guck mal, der rennt und Bus zur Tür. Der ist gerannt und den Bus zu kriegen, glaube ich. Ja. Ich glaube auch. Was ist das? Ich glaube, könnte eine Absperrung gewesen sein. Meinst du die Absperrung? Also manche Schilder sagen Vorfahrt, das heißt, egal von welcher Seite man kommt, wir dürfen zuerst fahren. Manche Schilder geben und... Was ist das? Direkt ist auch eine Absperrung. Warum? Na, damit man nicht aus Versehen auf die andere Straßenseite fährt. Hä? Auf der rechten Seite die Fahrbahn, wie ist das gerade eine Baustelle, da darf keiner fahren, wisst ihr das? Ja, weil da gerade Bauarbeiten gemacht werden. Siehst du, da hinten steht zwar noch ein Bagger. Kannst du den Bagger sehen? Guck mal, das hier ist die ganze Straße aufgeschlagen. Guck mal hier rechts.
Da siehst du noch die ganzen Steine und rechts davon ist die ganze Erde aufgeschlagen. Kannst du sehen? Und die Bagger. Kann ich dir nicht sagen. Das ist knapper. Das ist eine sehr enge Kurve. Man soll aufpassen als Busfahrer. Möchtest du auch mal Busfahrer sein? Ich? Ja, wenn du groß bist, willst du Busfahrer sein? Ja, ich auch. Ich auch? Papa ist ja schon groß. Ich bin ja schon was anderes. Kann man bis abends um 11 aufpassen? Juli, habe ich dir noch gar nicht erzählt. Wir treffen uns morgen mit Levente und Leventes Papa. Ich schätze Papa, Mama und Julia. Und vielleicht Mama, muss mal gucken. Aber auf jeden Fall ist der Papa von Levente dabei. Naja, kann mal gucken, wie es ausgeht. Der, weißt du noch, wie er heißt? Marshall, ne? Genau, Marshall. Vielleicht kommt ja auch die Mama vorbei, das weiß ich nicht. Aber ist doch toll, oder? Morgen, wir sind noch nicht sicher. Vielleicht kommen die Levente bei uns nach Hause. Ja. Und vielleicht gehen wir dann auch. Wer hat was gesagt? Das ist 3 Wochen. So, wir müssen jetzt aussteigen. Nächste Station ist Endstation. Müssen wir aussteigen. Und dann müssen wir in den nächsten Bus umsteigen. S- und U-Bahnhof Rathaus Steglitz. Endhaltestelle. Sie können noch bis zur Betriebshaltestelle mitfahren. Terminus. You may continue to the service stop. Hier müssen wir jetzt aufstellen. Weil der Lokomotiv so vom Steck aus wäre, kann er noch. Nein, fahren wir jetzt noch weiter. Komm, geh mal runter. Und hinterher. Papa, guck. Gut, festhalten und runter. Zack. Zack. Terminates here. All change, please.